So, und jetzt hören wir uns mal an, was unser Doktor, was war das? Dr. Garr uns zu erzählen hat aus seinem Leben. Ja, ich bin sehr froh, dass ich hier geladen bin, weil ich schon merke, das ist hier nötig, hier heute Abend. Herr Dr. Krause kennt sich sehr gut offensichtlich mit dem Thema Hygiene und Bakterien aus, aber doch sehr aus theoretischer Warte. Es wurde, denke ich, auch deutlich, dass unser Gast Dr. Phil vom Thema überhaupt keine Ahnung hat. Die Problematik hat sich einfach nie gestellt mir. Und ich freue mich, dass ich hier etwas aus der Praxis erzählen kann, weil ich doch sagen kann, dass ich anders als Herr Dr. Krause schon dem einen oder anderen Bakterium außerhalb des Labors begegnet bin. Und deshalb habe ich einen kleinen Text verfasst, der autobiografisch ist und der einen kleinen Einblick in meine Studentenzeit gewährt. Wir fanden zwar im Herrenhaus des Guts eine funktionsgemäß installierte Klosettschüssel vor und wir verfügten auch über ein Waschbecken mit fließend kaltem Wasser, sodass es technisch möglich war, das jeweilige Produkt mit Hilfe eines Kruges hinfortzuspülen. Aber wir haben das Thema im Plenum besprochen und beschlossen, dass es nicht gut ist, so viel kostbares Trinkwasser zu verschwenden. Also wurde im Garten ein sogenanntes Kompostklo errichtet. Ein ausgesprochenes Low-Tech Least-Cost-Device, das im Wesentlichen dem entsprach, was etwaige anwesende Weltkriegsteilnehmer vielleicht noch als Donnerbalken kennen. Später wurde im Plenum berichtet, dass am Kompostklo Ratten gesichtet wurden. Wir diskutierten das Problem über Monate jeden Dienstag im Plenum, doch die Ratten gingen trotzdem nicht weg. Es kam auch mal jemand von den Wasserwerken vorbei, der sagte, dass unser Wasserverbrauch viel zu gering sei. Die Kanalisation des Hofs müsse regelmäßig durchgespült werden, da die Rohre und Kanäle sonst verschmattern und verstopfen würden. Wir jagten sie vom Hof, diese elende Marionette der Wassermafia. Die Person, so verriet sie mir am nächsten Morgen, als wir uns schon etwas näher kannten, hieß Carmen. Ich muss erwähnen, dass ich in jener Zeit oft krank war. Beispielsweise plagte mich ein heftiger Juckreiz. Mein Arzt, Alternativmediziner, klar, ich ging ja nur zu Alternativmedizinern, tippte auf Darmpilze. Damals waren die Darmpilze an allem schuld, so wie später die Globalisierung. Er verordnete eine strenge Diät, die ich auch während des Kommunetreffens penibel einhielt. Da das Jucken immer stärker wurde, insbesondere im Bereich der Geschlechtswerkzeuge, ging ich eine Woche später zu einer Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten. Ihr genügte ein flüchtiger Blick auf meine mit roten Punkten überzogene Herrlichkeit, um zu entscheiden, Darmpilze? Quatsch, das ist eindeutig Krätze. An dieser Stelle darf ich kurz aus der Wikipedia zitieren. Die halbkugelförmigen 0,3 mm großen Weibchen der Krätzmilbe. Ja, hier sehen wir mal so eine. Meine war ein bisschen kleiner, aber so ungefähr kann man sich's vorstellen. Weibchen der Krätzmilbe bohren sich in die Oberhaut und legen dort in den Kanälen Kot und ihre Eier ab. Ihre Absonderungen bringen Bläschen, Vesikeln, Papulovesikeln, Papeln, Pusteln, Blasen, Quaddeln, Infiltrationen und als Sekundärläsionen Krusten, Kratzwunden und Furunkel hervor. Ich kann Papeln, Pusteln, Quaddeln und Papulovesikeln nicht sicher auseinanderhalten, aber ich glaube, ich hatte alle vier. Gegen Krätze wurde damals Jakutin verschrieben. Inzwischen ist man davon abgekommen, da Jakutin das hochtoxische Insektizid Lindan enthält. Ich hängte meine Körpermitte also mehrmals in ein Lindanbad, was zwar einen durchdringend peinigenden, brennenden Schmerz verursachte, aber dafür herrschte bald wieder herrlichste Ruhe im Slip.
und ich konnte mit frisch erstarktem Tatendrang Carmen besuchen. Als sie mich am Bahnhof jenes Kaffs zwischen Hannover und Göttingen abholte, erfuhr ich einige Neuigkeiten. Erstens wurde bei der guten Carmen kurz nach dem Kommunetreffen Krätze diagnostiziert, weshalb sie die gleiche fiese Chemiekeule verabreicht bekam wie ich. Drittens litt Bernd, ihr Freund, augenblicklich akut unter Krätzebefall. Zweitens hatte sie offensichtlich einen Freund. Das war mir ebenso unbekannt gewesen wie die Tatsache, dass die beiden viertens zusammenwohnten. Wenige Minuten später saßen wir zu dritt am Küchentisch. Bernd schien mich wohl ein bisschen unsympathisch zu finden. Jedenfalls begrüßte er mich mit den Worten: Du bist das größte Arschloch, das ich in meinem ganzen Leben kennengelernt habe. Dabei kratzte er sich unaufhörlich am Sack. Ich sah ihn mitleidig an und sagte: Ja, ja, das juckt echt höllisch, ich weiß. Doch mochte das Eis zwischen uns nicht brechen. Und es wurde kein gemütlicher Abend. Zeitig ging man zu Bette. Ich kam ins Gästezimmer. Bernd zog sich ins Schlafzimmer zurück. Carmen hielt sich Bernd vom Leibe, denn er hatte ja die Krätze, die alte Drecksau. Folgerichtig zog Carmen es vor, zu mir ins Gästebett zu schlüpfen. Eine gute Entscheidung. Mopsfidel und kerngesund, wie wir beide waren, feierten wir unsere Jugend bis in den frühen Morgen. Bernd, der in dieser Nacht ebenfalls wenig Schlaf gefunden hatte, begegnete mir allerdings andern Tags derart frostig, dass ich seinem Rat, unverzüglich abzuweisen, besser nachkam. So, und nun kommt das Peinliche an der Geschichte. Ich hatte mich nämlich nur kerngesund und mopsfidel gewähnt. In Wirklichkeit war ich während jener Nacht im Gästezimmer hochinfektiös gewesen. Ohne dass ich es ahnen konnte, keimte in meinem Körper eine prächtige Hepatitis A heran, die wenig später ausbrach. Verantwortungsvoll wie ich bin, setzte ich unverzüglich ein Schreiben auf. Liebe Carmen, bitte desinfiziere gründlich alle Räume, in denen ich mich aufgehalten habe. Glaub mir, Gelbsucht ist schlimmer als Gelbwurst. Hahaha. Gute Grüße an Bernd. Ich hoffe, ihm geht's besser. Es war schön mit dir. Bis bald mal wieder. Kuss, dein Klaus Cäsar. Ich habe nie eine Antwort erhalten.